basically, we entered a sort of loophole of swamps. This was really nice. Every, I don't know, 2 meters, not even, another swamp. Get out of the sidecar, get off of the motorcycle, test how deep the swamp is, how sticky it is, which side to go through. If there is no side, take out the chainsaw, cut down some wood, some branches, build a road. Yeah, basically we continued this road. Morgens früh um 10 ins Bierchen. Eine frische Bekehrung, mal wieder. Diesmal das komplette Paket. Öl ablassen. Ich würde auch Benzin ablassen. We are going to cross the river. And now we are playing with the motorcycle like little kids. Diese Art von Überquerung haben uns ungefähr 20 Stunden gekostet, weil mit die Motorräder leer machen, über den Fluss ziehen und wieder natürlich intakt bringen. War schon eine ziemliche Herausforderung und auch der Moment, ob jetzt alle Motorräder wieder anspringen. No, this was like, yeah, I think the hardest experience in my life, of course. Without food, without knowing how long, how hard will we make it actually, and or we have to walk, and or how long we have to starve. Then the bears, always these bear marks. It was quite like dangerous. Also selbst wenn hier hunderte von Kilometern zwischen den Ortschaften liegen und man sich irgendwie sehr einsam und verlassen vorkommt, die Leute wissen, dass du auf der Straße unterwegs bist. So, die Truckfahrer halten bei den Truckstops an und erzählen über dich. So, man weiß, was auf dieser Straße abgeht. Und das ist, glaube ich, wie so eine Lebensader hier. So. Es ist schon krass, wie die Leute in Russland helfen und was die unter Unterstützung und Hilfe eben verstehen und gefühlt selbstlos da agieren. Das ist unglaublich.